Ja, moin moin, zur nächsten Runde Dragon Quest Monsters, der Dämonenkönige. Ihr seht, viel hat sich an unserem Team nicht verändert. Eine Sache schon, beim Leveln hat Goldslime Big Bang erlernt. Habe ich ihm beigebracht für Allweich, denn Allweich wird uns jetzt auch nicht mehr viel helfen. Bei den restlichen gegnerischen Bossmonstern ist das Ganze uneffektiv. Und wie in jedem Turm möchte ich euch auch einmal hier Monster zeigen, die es hier gibt. Und zwar haben wir hier die Vogelfamilie, Höllgeier und Chimera gibt es hier. Es gibt hier auch Donnerer, Rockvogel. Also die tauchen ja alle auf. Das ist ganz interessant. Unser Vögel relativ schnell groß werden und relativ stark sind. Oh, passt das gut. Also welche braucht, hier gibt sie. Ja, und hier die Umgebung sagt schon, boah, jetzt kommt ein krasser Typi. Das ist Balamos. Balamos ist meiner Ansicht nach, neben Draklord, der schwächste Dämonenkönig. Der hat zwar die Fähigkeit Höllendonner, aber der Rest von Balamos ist absolut wertlos. Nun seid ihr gekommen, ihr armseligen Menschen. Ihr wollt euch Balamos widersetzen? So was Unsinniges. Dass ihr hier seid, ist einfach ein Fehler. Damit ihr nie wieder wiederbelebt werden könnt, werde ich eure Eingeweide entfernen. Okay. Ja, Balamos, der sieht auch schon kläglich aus für... intensiv... für jemanden, der sich selbst Dämonenkönig schimpft. Naja, mal gucken. Erstmal den Allschutz wieder hoch und ein bisschen die Abwehr steigern. Und die Angriffskraft verdoppeln. Er wirft einen Felsblock, ja toll. Was soll das? Ach, Mann, 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 also... das ist echt peinlich, das Viech. Ich setze jetzt mal Mystik ein, obwohl vorher mache ich Licht. Denn Mystik habe ich noch gar nicht benutzt. Mystik ist eine Fähigkeit, da weiß man nie, was kommt. Wow. Heilige Mama. Tamur, was ist los? Angriff. Angriff, Technik, Mystik. Nutzt Mystik. Nichts passiert. Nichts passiert, nichts passiert. Okay, das war ein Heilzauber, wa? Nee. Das war wahrscheinlich sowas wie Antidote für jeden. Ich mach's nochmal. Einfach mal so gucken, was Mystik bringt. Mystik, 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 Mystik. Der Spruch halt in der Umgebung. Ja, toll. Das ist halt das Negative an Mystik. Man weiß wirklich nie, was passiert. Oh, Balamos ist weg. Wie gesagt... Balamos ist lächerlich. Ha, ihr... bedauerlich. Ich kann vielleicht noch sagen, das ist ne... oh, genial, lass uns jetzt gehen. Balamos guckt ganz entsetzt. Was ist los, wo kommt der denn her? Ich kann vielleicht noch dazu sagen, keiner der Dämonenkönige kann mit Filets gefangen werden. Also zum Aufstehen gezwungen werden, wie es zum Beispiel bei Slime King der Fall war. Das funktioniert bei keinem Dämonenkönig. Das ist leider schade, die muss man sich alle selbst erfahren. Aber ihr seht ja schon, dadurch, dass ich Tamua habe, der einer der Dämonenkönige ist, nicht diese Form. Der Tamua, der noch kommt, hat mehrere Formen. Aber dazu später mehr. Gut, ich einmal gucken gehen. Hab ich hier alles? Genau, den Draklord habe ich jetzt offscreen eben erledigt. Ging relativ fix, fast so schnell wie Balamos. Pizarro und Estax sind auch besiegt. Und hier bei Balamos. Und da unten ist noch ein Tor frei. Das lasse ich auch, denn ich möchte gerne die Top 3 hintereinander machen, der schwersten Gegner. Und dazu zählt eindeutig das Monster, was da drin hockt. So, jetzt weiß ich leider nicht. Genau, ich gehe jetzt einfach mal... wo war denn der nächste? Da unten, da war der... da war der mächtigste. Da war noch einer und da oben im Kolosseum. Gehen wir mal im Kolosseum gucken. An das Tor kommt man ja auch relativ einfach. Das Tor übrigens, wo wir gerade waren, bei Balamos, hatte lediglich 26 Ebenen. Wenn man mal vergleicht. Estark hatte 29. War schon also eine Klasse für sich. Da ist noch eins. Ich speichere hier mal inzwischen. Das müsste Materie sein, was hier drin rumgeistert. Gut, aber wie bei den anderen Toren auch, mache ich hier den Schnitt.
Guck mal, 26 Ebenen. Okay, dann bin ich richtig. Im richtigen Tor. Ich habe niemanden verwechselt. Ich mache hier einen kleinen Schnitt und blende euch wieder ein, sobald es in der, sobald ich in der letzten Ebene bin. Und hier ist doch nicht Materie, hier sind die Biester beheimatet. Ihr seht hier ein paar der stärksten Biester, das sind Unihorn und ein Paarophant. Naja gut, stärkste, was heißt stärkste Gegner, die sind jetzt so weg, aber sind halt die mächtigsten Biester. Und wir sind in der letzten Ebene angekommen und hier wartet der Boss. Ein weiterer Endboss aus einem Dragon Quest Spiel. Wow, mach den Mund zu, die fliegen rein. Wir scheinen irgendwie hoch auf einem Turm zu sein, denn da unten, das sieht irgendwie so aus wie eine Wüste oder so Sandsturm oder sowas. Naja, kann auch ein Sumpf sein, keine Ahnung, was hier ist. Willkommen, ihr Tierchen. Mein Name ist Mudo. Wie ihr sicherlich schon wisst, naja, ich weiß es. Manche von euch vielleicht auch oder manche nicht. Na, ich sag mal nein. Ihr wusstet es schon? Nein. Ihr wusstet es schon? Nein. Ihr wusstet es schon? Nein. Jetzt haben wir einen Sprung in der Platte. Ja, okay. Gut, dann habt ihr schon eure Gräber gegraben? Natürlich, immer. Das gefällt mir. Dann lasst uns beginnen. Wenn du das mit den Gräbern auf Nein macht, dann macht er denselben Quatsch nochmal. Und Mudo, Alter, ist der fett. Mudo, 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 intensiv. Zwei Power auf Tamu und Allschutz. Bäm. Schön die Abwehr hoch. Der Kantera-Flamme. Okay. Mudo zählt auch zu den Schwächeren. Mach mal Licht. Mudo hat... der kann ein bisschen was, aber... gefährlich ist der nicht. Bei Mudo muss man sich echt nicht fürchten. Bei sowas wie Terra-Flamme jetzt abgeschwächt auch noch. Ist nicht wirklich pralle. Ich setze nochmal Mystik ein, vielleicht passiert nochmal was Cooles. Solange Mudo lebt. Ach, du schaltert wieder durch den Raum. Du spuckt Lichtatem, ouch. Nochmal Mystik. Irgendwann muss ja mal was passieren. Ein kalter Wind weht um Mudo. Mudo wurde vereist. Ist das zum Beispiel auch geil? Cool. Oh, mal mit Big Bang. Mudo wurde vereist. Das finde ich auch stark. Kann nicht angreifen. Ist sowieso tot. Na, guck mal. Tamu und jetzt. Oh ja, der kriegt ja auch kaum noch was dazu, weil die meisten Sachen sind alle schon auf Maximum. Bis auf Abwehr. Ich wurde von den Viechern besiegt. Heißt das, dass ich noch weniger bedeute als die Viecher? Lass uns zurück, ja. Watabo hat auch immer mehr zu sagen. Ja, wir haben Mudo besiegt. Gib uns einfach deine Krone und alle sind zufrieden. Mehr sagt er auch gar nicht. Gib uns doch einfach deine Krone. Gut, das waren jetzt alle schwächeren Dämonenkönige. Ich werde jetzt im Anschluss direkt... ja... die Top 3 der Dämonenkönige prügeln. Ich hoffe, dass ich sie prügle, aber ich gehe mal stark davon aus. Platz 3 meiner Top 3, sag ich mal, wartet hier in diesem Slime-Tor auf uns. Krasser Gegner, muss man sagen. Vor allem, weil ich ihn das erste Mal einfach unterschätzt habe. Deswegen zählt er zu meinen Top 3. 29 Ebenen. Warum ich ihn unterschätzt habe, seht ihr nach einem kurzen Cut. Slimey, Slime, 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 Slime. Hier seht ihr auch hier meinen Trainingsort, wo ich trainiert habe. Seht auch gleich warum. So, Lava Slime ist down. Jetzt achtet gleich mal auf die Erfahrung, die es gibt. 22.344. Allein dieser Lava Slime, so viel. Ja, und kein Wunder. Gold 78. Wow. Das geht relativ schnell. So, und hier ist die Top 3 meiner... Dämonenkönig-Bosse. Da ist der Erste. Willkommen beim Altar der Opfer. Ich bin der Vernichter, Zoma. Die Welt wird für mich geopfert. Ich werde allen die Hoffnung rauben. Weswegen seid ihr hier?
Weswegen lebt ihr? Vernichtung ist meine Freude. Ich werde euch vernichten. Zoma ist hier vor allem, weil das der erste, wenn man einen ganz normalen Run macht, merkt man, ja, okay, können ein bisschen was, wir können Höllendonner, da kann man sich gegen vorbereiten. Aber Zoma ist der erste, der eine ganz andere Technik kann, vor der ich damals heiden Respekt hatte. Weil ich dachte, och, wenn, dann kann nur ich die. Und die sehen wir bestimmt gleich. Na komm. Na, das ist sie nicht. Die Lichtatem macht auch schon ordentlichen Damage. Also Zoma ist echt der erste, wo ich echt gesagt habe, wow, 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 wow. Heiden Respekt. Ich denke, er wird seinen Angriff gleich noch machen. Erstmal werden wir uns wieder hochpushen und ein bisschen schützen. Er macht Lichtatem, aber man sieht, Lichtatem macht schon viel weniger Damage. Er macht eigentlich Multi. Wir wollen mal ein bisschen hier mit ein bisschen Zauber und sowas gucken. Lichtatem. Oh, Mystik. Ein bisschen Abwechslung reinbringen hier. Okay, irgendwas anderes gemacht. Ob dieses Mystik Leben ist. Oh. Terraflamme können wir nochmal speien. Kannst mal Basu beschwören und du machst mal Allheiler. Rockvogel hat nicht mehr. Ja gut, das heißt nicht mehr so viel. Ja, schön. Und Gold hat über 200. Geil. Bums. Die Terraflamme. Oh, der kann auch Alldruck. Oh, gemein. Jetzt muss ich wieder hochpushen. Dankeschön. Gigaball. 2 Power. Allschutz. Komm, jetzt mach schon da. Warte, ich greif extra mit so Low-Angriffen an, damit er seine Fähigkeit einsetzt. So, da ist er. Und damals hatte ich Heidenangst in dem Moment. Zoma ist der erste Dämonenkönig, den man auf normalem Weg begegnet, der Big Bang beherrscht. Wow. Ich hatte damals einen Heidenrespekt, als ich das erste Mal gegen angetreten habe, weil ich habe damit nicht gerechnet. Ich dachte, ja, man muss vorsorgen, weil der kann mit Sicherheit Höllendonner oder sowas, kann der gar nicht. Der kann Big Bang. Und die Attacke ist noch gewaltiger. Habt ihr den Schaden gesehen, den Zoma gemacht hat, obwohl wir Abwehr enorm hoch haben. Und deswegen ist Zoma auf Nummer 3 der stärksten Dämonenkönige. Wie ist euer Name? Terry. Terry, ich habe euch unterschätzt. Merkt euch das, auch wenn ihr noch so stark seid. Gibt es immer jemanden, der stärker ist? Das war's. Es gibt ja viele starke Monster. Lass uns gehen. Zoma von im Sterben hat er noch so uns zugesagt. Der zweite, der uns sagt, dass es immer einen stärkeren gibt. Oh, meine Nummer 1. Es gibt noch 2 stärkere. Oh, mal gucken, ob wir die auch besiegen können. La la la. La la da. Ja, ich habe mein Inventar voll mit Rummel, ich weiß. Auf! Die letzten 2 Dämonenkönige warten auf uns. Der Vizekönig und der wirkliche König, kann man sagen. Erstmal ist der Vizekönig dran. Wir arbeiten uns schön vor. Ja, der wartet nämlich hier im Bazar auf uns. Und da ist jetzt Materie drin. Der Materie fehlt uns noch. Und noch eine Art, zu der wir dann später kommen. Hopp, oder? Tada! So, hier. Hey Master Terry, ja, hier, danke für euren Sieg. Hey Master Terry, Sieg, ach du, da fehlt was, irgendwas fehlt, Unterhaltung. Ja, du möchtest sehen, wie jemand beschworen wird. Ja, ich hab eins. Brock wollte etwas beschwören, aber nichts geschah. Ja, jetzt ist er ganz sauer, weil es nicht geklappt hat. Aber man beschwört ja nicht. Ist ja kein Spielzeug, so eine Beschwörung, ne? Und wenn Basu beschworen wird, dann reißt er hier alles in Stücke. Und aus Dank dafür, dass wir ihm jetzt diese Lehre erteilt haben, macht er uns das Tor auf. Und wir sind hier bei 29 weiteren Ebenen. Und wir sehen uns wieder auf Ebene 29.
Und schon befinden wir uns auf der letzten Ebene des Materietores. Und ihr seht schon, eine Felsbombe, eine Mystfigur und ein Barzak stehen uns hier im Weg. Alle kein Problem. 2000, hier kriegt man auch relativ hoch Erfahrung. Und jetzt kommen wir zum zweitstärksten. Ihn hier. Endlich seid ihr hier, Master Terry und seine Monster. Ihr wisst, wer ich bin? Nein. Ihr Bastarde! Ihr wisst es nicht? Ich bin der König der Dämonenwelt, Nirudoras. Kommt jetzt. Ich zeige euch die Macht des Herrschers. Ja, man könnte jetzt meinen, oh, das ist der Stärkste, aber nein. Nirudoras ist der König der Dämonenwelt, aber nicht der Dämonen... der König der Dämonenkönige. Aber doof formuliert. Na, sagen wir mal so. Wenn Nirudoras der König ist, dann ist der Nächste der Gott. So kann man es vertreten. Licht. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was Nirudoras kann. Ob der Atemangriffe kann? Ich setze einfach mal Licht ein. Aber ich meine, der ist mehr so der... sowieso wie alle anderen. Genau. Der Magier. Und keiner von denen kann mit solchen... bescheidenen Angriffen, sag ich mal, einem Goldslime überhaupt irgendwie Schaden zufügen. Weil Magie überhaupt nichts bringt gegen Goldslime. Und wenn der nicht drauf geht, kann der meine Monster so wieder aufheilen. Ich mach mal Mystik. Wir können ja genug Mystik machen. Bisschen Spaß hier. Ach, ja, toll. Ich hoffe, der macht Mystik nicht, wenn das immer... im Kolosseum, wenn man ihm keine Befehle erteilen darf. Dann soll er mal lieber nicht Mystik machen. Oh, Tamu strengt sich an und hat Nirudoras getötet. Das war's schon. Ich wurde besiegt? Das kann nicht sein. Unmöglich. Es ist bestimmt nur ein Traum. Dann ist es auch möglich. Und er verschwindet. Tot. Du wurdest wahnsinnig stark. Lass uns jetzt gehen. Ja, das war der zweitstärkste. Warum hat man jetzt nicht wirklich gesehen? Aber allein aufgrund der Vielfalt ist er einer der stärksten Dämonenkönige. Ja, es ist vielleicht ein bisschen, dass die Spannung raus ist, aber das, wie gesagt, das liegt daran, dass das hier mein Primatteam ist. Mit dem anderen Team war der Kampf mit Nirudoras und der folgende auch spannender. Ich weiß nicht, wie der folgende ablaufen wird. Wahrscheinlich ähnlich, da Tamua so großen Damage macht. Cool, und das ist nämlich hier. Wir kommen so durch. Wir haben den Typ, wir haben Goldslime dabei. Und können ins letzte Tor gehen. Und für die, die brav aufgepasst haben, die wissen jetzt auch, was hier für Monster rumlaufen. Das hier mit 29 Ebenen ist das Drachentor. Und am Ende des Drachentors sehen wir uns wieder. Also ein kleiner Cut. So Leute, und ab jetzt gibt's keinen Schnitt mehr, jetzt wird bis zum Ende durchgerockt. Wie ihr seht, ganz schön starke Dinger hier. Megadra, von links nach rechts ins Megadrag, Denzaurus und Rayburn. Hier laufen auch solche Viecher rum wie Maddrag, Undoreal, also hier ist echt geballte Power und die sind auch stark hier. Und das Undoreal hat tatsächlich meinen Rockvogel vergiftet, aber ich habe ja noch hier so ein Antidote, was ich ja sonst nie mitnehme. Alle Heiler nochmal eben durchspucken. Und wir kommen zum stärksten Dämonenkönig. Jetzt müssen wir sogar Treppen steigen, davon war aber nicht die Rede. Ach, voll geil hier, die Umrisse voll auf so einem Berg. Da fliegt einer. Ihr seid etwas übermütig. Ich habe schon daran gedacht, persönlich zu euch zu gehen, um euch zu vernichten. Aber das hat sich schon erledigt. Ihr seid ja schon hier. Wie freundlich ihr seid. Ich glaube, dass ihr mich schon kennt. Ich bin der, der über alles herrschen wird. Tamuha. Kommt, ihr Nichtsnutze. Ich werde euch zeigen, wie wenig ihr bedeutet.
und weshalb der Tamua der Herrscher aller Wesen sein kann. Ja, Tamua. Das ist die erste Form von unserem Tamua. Die zweite ist, wenn wir jetzt, wenn ihr euch mal an den Tamua von mir jetzt erinnert, sagen wir mal so ein dicker Klops. Also etwas größer, also muskulös. Aber einfach hier, der Tamua ohne Bart und mit dicken Muskeln in Rot. Punkt. Egal. Unser Tamua ist halt mehr so eine Geistform. Ja, der stärkste aller Dämonenkönige steht uns jetzt bevor. Ihr werdet auch sehen, warum. Der kann Höllendonner. Big Bang. Hält mehr aus, macht richtig Schaden, wenn man nicht davor, wenn man nicht aufpasst. Hier, so, er fängt schon an. 205 auf Rockvogel. Klar, Rockvogel ist nicht sonderlich stark. In der Abwehr. Aber 205 ist schon enorm. So, jetzt angreifen. Hauptsache Damage machen. Licht, einfach mal so ein bisschen. Tamua zeigt Big Bang, macht er schon wieder, ey. Mann, wie gemein! Angreifen. Wir können mal Allheiler machen. Wir haben ja die MP. Hey, kannst du mal von vorne anfangen, Tamua? Big Bang, oh Junge! Und obwohl wir eine unglaublich hohe Abwehr jetzt mit unserem Tamua und unserem Rockvogel haben, ich mach's nochmal, zieht er uns über 200, zieht der Rockvogel über 200 ab. Und, habe ich ganz vergessen, Somethin erscheint. Er kann sogar beschwören. Zwar nicht auf dem höchsten Level, aber er kann es. Autsch. Finde ich nicht gut. Der ist richtig, richtig stark. Und bei Tamua muss ich ehrlich sagen, da habe ich sogar zwei, dreimal gefailt, als ich gegen ihn gekämpft hat, weil der ist... Allein der Weg zu ihm ist schwierig, da man immer von Undoreal vergiftet wird oder von den Drachen umgekloppt wird. Aber dann noch hier gegen ihn antreten, gegen Tamua. Und wenn der Big Bang macht, der macht so ein Damage. Das ist Wahnsinn. Ich hatte ja zu der damaligen Zeit, da hatte ich überhaupt keinen Goldslime, ja... Das habe ich mal so gemacht und habe dann abgelegt, damit ich in das Tor kann. Aber Tamua zum Beispiel hatte ich gar nicht. Aber da war es extrem schwer. Und ihr seht schon, Rockvogel geht, ist fast down. Und der steht immer noch. Jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum Tamua der stärkste Gegner im Spiel ist. Tja, er ist jetzt zwar weg. Ah, verloren? Die Kraft in diesem Zustand reicht also nicht aus. Tja... Tamua ist der stärkste unter den Dämonenkönigen. Er war einst viel stärker. Vielleicht, weil er jetzt so alt ist? Wie dem auch sei, lass uns jetzt gehen, Terry. Ja, Tamua ist mit der Zeit gealtert. Wir haben seine Originalform. Das ist Original Tamua. Dieses Monster ist das stärkste aus den Toren. Ihr seid wirklich der beste Master des Universums. Bis zum nächsten Sterntag ist noch viel Zeit. Aber das werdet ihr schon schaffen. Vergesst nicht, die Medaillen zu suchen. Er hat anders geredet, er hat was Neues gesagt. Und das war's. Wir haben es geschafft. Haha. La 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 da 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 da. La da da. Da da da. Wir haben alle Gegner besiegt. Und jetzt möchte ich euch einen Zusatzgegner zeigen. Der, ja, sagen wir mal so, der ist nicht ohne. Ja, dann wollen wir mal gucken. Terry, Terry. Gut, dass du hier bist. Hier ist ein Herausforderer, der gegen dich antreten will. Ich will dir denn nicht sagen, wer es ist. Willst du die Herausforderung annehmen? Natürlich. Wir sind der Sternturniersieger und beste Master weit und breit. Sehr geehrte Zuschauer, Terry ist wieder da. Und ein Mann, sein Herausforderer. Nein, hier kommt der Herausforderer. Wir kennen ihn alle. Monster Master aus dem Schrein da unten. Der Herausforderer ist unser Monster Master. Was guckst du so entgeistert, Terry? Ich musste gegen dich antreten, als ich deine Macht erkannte. Verschont den alten Mann. Lasst uns jetzt beginnen. Und ihr seht schon, der hat ein ordentliches Team dabei. Er hat selbst auch ein Goldslime, Gottdrag, und das Monster rechts ist eine Kampfrose. Richtig geil. Gut.
Was machen wir denn mit Tamua? Tamua mal so, Versuch und du bleibst immer schön. Obwohl, mach auch mal Versuch. Jetzt macht der Allschutz. Ach, du sollst nicht Mystik machen. Kalter Wind weht. Gold wurde vereist, vereist, vereist. Naja, okay. Ja, 2 Power. Gut, die 3 sind vereist. Du sollst nicht Mystik benutzen. Nichts passiert, ja, oh, klar. Okay, dann kann ich jetzt vielleicht mal so zum Strategischen kommen. Das Erste, was hier wichtig ist, ist der Goldslime. Deswegen. Der Goldslime von ihm kann allheil. Der muss weg. Der muss einfach weg. Die Kampfrose ist gar nicht das große Problem. Haha, denn die kontert nur. Gottrak hier ist der Zauberer, sag ich mal. Der hat Höllendonner drauf, der greift fast nur damit an. Die Kampfrose ist einfach nur nervig, weil sie halt so... Oh. Ja, ich kann gar nicht sagen, wie nervig, weil sie halt meistens in Stellung geht und kontert. Jetzt macht es mal Gott sei Dank nicht. Frisst also Damage. Jetzt wirft der Alldruck aus. Ey, du bist ein Vogel. Ja, die Kampfrose ist richtig, richtig nervig. Basu ist verschwunden, der Zauber wurde ja auch aufgehoben. Okay, los, Versuch, passiv. Kampfrose wartet sich vor, die wird jetzt wahrscheinlich gleich wieder draufkloppen. Entschuldigung, ich muss das Mikro richten. Ja, und die Kampfrose hat natürlich eine richtig hohe Angriffskraft. Mach's wieder wie vorher, Gigaheil, schön, es heilst. Aber die Kampfrose ist nach Goldslime der nächste, der fallen muss. Ja, Gottrak hat sich gerade konzentriert, deswegen wird er jetzt Zahn angreifen. Ja, und das ist der stärkste Gegner, den man im Spiel bekommen kann. Ich kann ja von Glück sagen, dass Goldslime jetzt so früh draufgegangen ist. So, jetzt wäre vielleicht mal Allheiler wäre auch gut gewesen. Ah, Kampfrose ist auch down. Jetzt steht nur noch einer. Und das ist Gottrak. Gottrak alleine ist... Nö. Gottrak alleine ist keine große Herausforderung. Das Doofe an Gottrak ist nur... Der hält unglaublich viel aus. Der hält unglaublich viel aus. Der hat wahnsinnig hohe HP-Werte. Ich weiß gar nicht, wie hoch die sind. Tamua normal, Rock passiv, Goldslime auf Versuch und Goldslime. Du sollst keine Flüche flüstern. Gut, alle Heiler, Dankeschön. Und Basu wird auch geheilt. Ja, der ist halt wirklich nur durch seine Gruppenangriffe nervig und durch die Tatsache, dass er sich selber heilen kann. Ja, sag mal hier. Durch das selber Heilen ist er natürlich auch lästig. Extrem lästig. Aber jetzt reicht's, Rockvogel, jetzt greift sie gleich nochmal an. Das ist ja wirklich ein Witz. Kommt ja zu gar nichts hier. Ich dachte, der macht jetzt mal 2 Power oder sowas. Aber macht er nicht mehr. Gut, bloß und passiv. Tada! Ich bin sehr zufrieden mit meinem Privatteam hier, mit dem ich das jetzt... Eigentlich wollte ich das so noch gar nicht machen. Ich kann jetzt schon mal erzählen, der Part ist gleich vorbei. Gottrak wird gleich liegen. Eigentlich wollte ich das gar nicht so machen. Ich wollte tatsächlich meine 3 Monster hier, die ich habe, noch einem viel höheren Plus-Level zugutekommen lassen. Habe ich mir aber dann doch gespart, weil ich dachte, komm, ich muss euch die Parts liefern. Weil das würde sonst ewig lange dauern. Und Gottrak kann auch mal langsam fallen hier. Ja, ihr seht schon, wie viel der frisst. Autsch. Wenn einer möchte, kann er das gerne mal eben zusammenrechnen hier, wie viel Schaden wir Gottrak bisher gemacht haben, bis er umfällt. Würde mich mal interessieren, wie viel der frisst. Also Goldslime super. Wird von niemandem hier wirklich... Also Gottrak kann Goldslime gar nicht vernichten.
weil er nur Zauber einsetzt und wenn er normal angreift, macht er eh kaum Schaden. Also wir haben echt mit Goldslime... Ah, da liegt er. Terry hat es geschafft. Eine neue Geschichte wurde jetzt und hier geschrieben. Terry, Terry, das ist unser stärkster Master. Applaus für Terry und auch für Monster Master. Ah, Monster Master besiegt? Großartig! Jetzt bist du der Stärkste. Warum versuchst du nicht, alle Monster zu finden? Monster Master müsste wissen, wie viele noch fehlen. Ja, oder was mein Privatspielstand ist, fehlen hier einige Monster. Ich habe, glaube ich, Yamata nicht mehr. Ich habe 70 Monster oder so. Nee, ein bisschen mehr, aber egal. Jetzt gehen wir eben hier hin. Hallöchen, wer bist denn du? Hi, Terry. Ich meinte zwar, dass ich mitkomme, aber nicht so einfach. Es gibt noch Tore, die du noch nicht erforscht hast. Wenn du alles geschafft hast, werde ich mitkommen. Na, und der schließt sich uns an, wenn wir alle Tore gemacht haben, was ich gar nicht gemacht habe. Ich glaube, mir fehlen noch ein paar. Aber, Leute, das soll es jetzt tatsächlich gewesen sein. Wir sind mit Tamuha plus 13 auf der dritten Form, auf seiner Ursprungsform, Rockvogel mit einem Pluswert von 10 und Goldslime mit einem Pluswert von 16 der stärkste Master, den es im Spiel gibt. Keiner der Dämonenkönige konnte uns was anhaben und auch Monster Master konnte uns nicht wirklich Schaden zufügen. Und mit diesem Bild hier, Leute, möchte ich das Let's Play gerne beenden. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe es hat euch gefallen. Bin natürlich auch für Kommentare offen. Und wir sehen uns bei einem meiner nächsten Projekte. Bis dahin, Beste!